Das Schöne ist, ich habe auf der Bank auch gleich gesehen, das Sparbuch mit, wie hat es geheißen, Codewort, wie hat es denn geheißen? Ja, der geht der Schlaf halt ab. Ob ich Ihnen helfen kann? Ja, da pumpt die Landung. Der Elvis, unser Helfer in Not, muss jetzt schnell eine Dame behilflich sein, damit Spritzerl ins Lächerl findet. Überhaupt kein Problem, dafür hat man ja Männer erfunden, dass ich da dort nicht kann. So, ich hoffe, der Roman hat noch festgehalten, der Mann wurde erfunden, weil Vibratoren keine Tankdeckel öffnen können oder keine Autos tanken. Dafür gibt es unausgeschlafene, sexistisch-misanthropische Typen wie mich, also die bildungsfernen, tätowierten, rechtsradikalen Escherwissen. Ganze 50 Euro ins Bruttoinlandsprodukt zu den 11 Milliarden, die unser Finanzminister gerade bereichernd einnimmt, beim Tanken losgeworden und dafür nicht einmal 30 Liter drinnen, also es läuft. Allgemeine Rauchpause, wenn man das auf einer Tankstelle als echter Outlaw so macht. Bald gibt's einen Fingerabdruck ab. Jetzt können wir gestehen, dass wir in Wirklichkeit einer Schlepperbande auf den Fersen waren, die das Omega-Virus nach Erlösterreich einschleusen wollten. Und so eskortieren wir nun diese Bande mit Blaulicht zum Gericht. Ja, wo könnte ich mich als alter Knasti besser hinstellen als vor einem Polizeiauto? Ihr seht, wir sind inzwischen wohlbehalten im Keltenstädtchen Hallein angekommen. Mal zu einer Zeit und einem Tag, an dem das ungewöhnlich ist. Normalerweise ist immer Dienstag, 18.30 Uhr, alte Saline Hallein fliegt. Die treuen Seher vom Roman werden das wissen oder sogar schon mal dabei gewesen sein. Ja, wir verlassen jetzt da den Parkplatz der Schergen. Man sieht ordnungsgemäß einsatzmäßig gepackt. Und nähern uns dem uns noch nicht ganz bekannten Gerichtsgebäude. Bitte, der steht auf einer Sperrfläche. Ja, also ich will es ja nur mal gesagt haben. Der zwei Hamburger gegessen, da haben sie gar keine Koordination. Wenn unser einer macht. Aber naja, wir haben jedenfalls ordnungsgemäß, schaut, wie wir es beim Filmen gefilmt haben.